Hey Dudes, was geht ab? Herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge. Herzlich willkommen hier zu dem Testspiel. Ja, wir haben ein bisschen gezockt wieder, ne? Folge 3 ist abgelaufen, Folge 4 ist jetzt. In Folge 2 haben wir noch ein paar Tipps bekommen. Zum Beispiel meinte der Mark Kevin Weiss, den Lacette von Lyon ist ein Stürmer, 22 Jahre alt. Er weiß nicht, wie stark er ist. Den soll ich mir mal angucken. Ja, habe ich mir angeguckt, ist aber leider... Lacazette, keine Ahnung, wie der heißt. Scheiße. Ich habe außersehen mit meinen Wurstfingern gleichzeitig Viereck gedrückt und alles gelöscht. Der sieht eigentlich in Ordnung aus. Hat aber nicht so einen großen Unterschied zu unseren Ben Yadda oder wie der heißt. Also, der ist auch 22, hat 74 Stärke. Ich denke mal, der kann sich bestimmt auch noch gut entwickeln. Dazu haben wir noch den Cadillac. der Idiot ist leider schon 30 Jahre, ist, ich glaube, am Abbauen. Dazu haben wir einen Vorschlag bekommen von FIFA 13, nämlich den Praet oder Pret oder wie auch immer er heißt, von RSC Anderlecht. Ist auch noch sehr jung, aber auch bei einem hohen Gehalt im Moment. Nochmal ganz kurz nachgeguckt. Transfer kaufen. Er hier, der wurde mir vorgeschlagen und hat 6,5 Millionen. Gucken wir mal. Ein aufregender Mann für die Zukunft. Ein junger Mann. Anderlecht kaufen. Ja, die 6 Mille haben wir natürlich nicht. Wir haben das noch. Was wäre, wenn Spieler auswählen, wir da einen Spieler anbieten würden? Ihn hier. Ja, vielleicht so. Dann wären das 2,5 Millionen und 3 für einen ganz jungen Spieler. Einfach nur mal, um das abzuchecken, der sich halt noch gut entwickelt. Ansonsten lassen wir das einfach so, das Team. Wir haben jetzt ein bisschen noch was über. Wir könnten dafür eventuell Trainerbüro, Nachwuchsabteilung, Scouting-Netzwerk basteln. Hier sonst für 1,2 Millionen. Das ist der beste, den wir hier haben. Teddy Di Stefano. Entweder können wir das machen oder eben das andere. Wenn der Deal... Ich muss da halt noch überlegen, ob das Sinn macht. Gucken wir einfach mal. So, wir gehen also jetzt zum nächsten Spiel. Partie spielen. Gegen Arsenal. Ui, ui, ui. Diego Costa, Santi Cazorla und so weiter. Huch. Den habe ich ja ganz weggedrückt. Okay. Oh. Okay. Ganz cool. Ich will wenigstens eine Scheibe treffen. Gut. Ich muss erstmal gucken, wie ich hier am besten mit dem Spiel. Die Flanke war nicht ganz optimal die ganze Zeit, ne? Shisheni. Okay, wir haben Anstoß. Ben Yedder auf Cadillac. So, ich habe ein bisschen das Gefühl, ich habe leichte Probleme mit der Steuerung. Aber das ist nichts Neues. Ganz weiter Pass. Workout, den haben wir doch auch irgendwo mal gesehen. Ah ja, ich weiß wo. Den haben wir eben nicht gesehen, sondern den habe nur ich gesehen in meiner Bayern-Karriere, die ich einfach nur mal angetestet habe. Und zwar habe ich da ja Bayern gespielt und alles Mögliche verkauft und dann neu eingekauft. Und so weiter. Oh, Regaton.
Wie heißt er? Ich mag diesen französischen Namen nicht. Croton. Ach, scheiße, weggewechselt. Okay, Achtung, Achtung, Achtung. Diego Costa. Ja. Sehr gut. Auf jeden Fall noch 0-0. Ich bin mal gespannt, wie wir hier gegen Arsenal uns schlagen. Santi Cazorla auf Gervinho. Agrometer ist down wieder bei mir. Also ich merke immer, wenn mein Agrometer hochgeht. Okay, es gibt eine Ecke. Ecke ist gefährlich. Oh. Boah. Also das war kein schlechter Zug. Okay, cool. Ah, natürlich haben sie es gerochen. Ja, unser... Okay, ganz, ganz cool. Felipe Santana. Ein sehr guter Mann. Jetzt ja bei Borussia... Nee, bei Schalke. Bei Schalke 04. Da ist Idiot. Der ja eventuell wechselt. Oh! Cutlag! Eieieiei! Sehr schön gemacht. Hier, ich bin der Größte, Freunde. Da gucken sie. Arsenal weiß gar nicht, was sie dazu sagen sollen. Die Arsenal-Spieler. Ja, das ist mir ganz gemein. Wenn man hinter einem Spieler herauskommt und dann den so reinschlänzt, dann sieht der Torhüter sehr, sehr spät den Schuss erst und weiß nicht so genau, wo der dann hingeht. Eine ganz gemeine Sache. Ganz gemeine Sache auf jeden Fall. 1-0, da müssen wir jetzt erstmal ein bisschen uns gucken, dass wir Ruhe ins Spiel reinbringen und es dominieren. Die Namen habe ich noch nicht drauf. Ruhe ins Spiel. Ben Yedder, den kenne ich. Okay, Didot. Cutlag. Ah, shit. Shit, 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 shit. Okay, okay. Ja, 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 das war ein suboptimal. Santi Cazorla, auch sehr gut eigentlich der Spieler, ne? Santi, ich weiß gar nicht, wie teuer der ist, aber ich denke mal, aus dem Arsenal-Kader sind die Spieler alle ein bisschen zu teuer für uns. Workout wäre vielleicht ein Spieler gewesen, den wir uns hätten leisten können, wenn wir eben nur Workout gekauft hätten. Und das, finde ich, ist nicht so geil. Boah, außerhalb des 5-Meter-Raums, aber sehr schön durchgesetzt. Mertesacker, Wilshere, Santi, Doppelpass. Sagna, oder wie auch immer heißt, Sanja, Sagna, keine Ahnung. Der Spieler ist mir bekannt, aber nicht, wie man ihn ausspricht. Abstoß. Okay, cool bleiben. Jojo. Aben. Was? Wie heißt der? Abandonur oder so? Abandonur. Aha, Felipe Santana. Also, bitte, es tut mir echt leid. Französisch ist echt nicht meine Stärke. Da. Hat Französisch gesagt, haha. ja, da kacke ich total ab. Da weiß ich nicht, wie ich das sprechen soll und so weiter. Capoué oder so. Regatin. Ah. Zweimal und dann noch aus weiterer Entfernung klappt's nicht. Aber 1-0 hier, 40. Minute. Monreal. Mein König, sozusagen. Monreal. Also, Real ist doch irgendwie der König. El Rey. So, und vielleicht so... Oder so? Ich weiß es nicht genau. Also auf Spanisch ist El Rey der König. Und Real ist halt auch irgendwie sowas. Ne? Deswegen sagt man ja auch, glaube ich, zu Real Madrid die Königlichen.
Irgendwie sowas, ne? Montreal, mein König oder so. Mon. Mon ami. Okay, Achtung, da ist er wieder. Unser König. Ja, wie gesagt, ich habe nur bruchstückhaft irgendwelche Ahnung von Französisch und so weiter. Spanisch ist ganz weg bei mir inzwischen auch. Auch nur bruchstückhaft. Also, da gibt es mehr Bruchstücke in anderen Sprachen schon fast. So, Spielbewertung. Wie sieht's denn hier aus? Hamada. Hamada. Ist ein Japaner inzwischen geworden. Hamada. Oh. Bengue. Oder Bengue. Ja, ach, das ist so schwierig mit diesen ganzen Namen. Sieht eigentlich noch ganz gut aus. Sturm in Ordnung. Regatin. Ganz schlecht. Tabanu. Ja. Aber unser Torhüter hat es schon sehr gut gemacht. Auf jeden Fall ein Tor. Eine Vorlage. Schuss aufs Tor 2. Ja, erfolgreiche Pässe. Also da ist noch einiges möglich. Teammanagement gucken wir nochmal. Wo ist nochmal der Typ, der es ist, ne? Der soll auf jeden Fall auch noch recht gut werden können. Akpa, Akpro. Ja. Gucken wir mal. Vielleicht holen wir ihn nachher nochmal rein. Erstmal hier das Spiel. In die zweite Halbzeit begleiten. Diaby, Gervinho, Santi auf Außen, Monreal. Oh, sehr gut, eigentlich schon dran gegangen. Da, Diego Costa will da auf Wilshere ablegen. Workout. Aufgepasst. Ja. Das war ja lächerlich. Lächerlich. Oh. Da müssen wir mal ein bisschen hart eingreifen. So. Sehr gut. Ich hab durchgesprintet. Ich bin nicht weggekommen. Er hat den Ball nicht unter Kontrolle gebracht. Wahrscheinlich, weil ich sprinten gedrückt habe. Uiuiui. Cutleg sucht da die freie Stelle, die Lücke. Oh, da war noch einer zwischengekommen. Oh, ich habe die Lücke doch da gefunden. Mann. Au, au, Achtung. Rauf da. Aurier. Capoe. Erstmal hier ein paar Meter gut machen, dass wir aus unserem Strafraum wegkommen. So. Die Seite mal gewechselt. Okay. Okay. Hintermann. Ja. Oh, super Schuss. Ups, nee, ich möchte Teammanagement. 1-0, es ist sehr, 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 sehr knapp. Capoe ist ein sehr starker Spieler, ne? Auf was können wir dich denn noch reinstellen, Akro? Akpa, Akpro. ZMRV. Okay. Aha. Was haben wir denn sonst noch bei? Wir haben Yannick Agüemon. Wir haben Bazem Ali für rechts und Dumet. Jago, Steve. Mit Doppel-E, echt, ne? Steve, ja, cool. Ben Bazet haben wir noch, okay. Noch ist es nicht ganz so wichtig, aber wir können hier Regatin und so weiter im Auge behalten. Regatin. Das ist echt schlimm. Wenn man nicht weiß, wie man das aussprechen muss. Monreal. Diaby auf Gervinho. Santi.
natürlich wieder über links, über den Flügel auf Gervinho. Gervinho ist mir nicht geheuer. Ich habe damit irgendwie schlechte Erfahrungen mit dem Typen. Oh, Ben! Scheiße! Ja, ich habe gesprintet, weil ich durchziehen wollte. Dachte, das könnte er. So, sehr gut geklärt. Spitze gemacht. So, dann wird auch gewechselt. Podolski kommt rein für Gervinho. Ah, bei Poldi. Da muss man auch aufpassen. Poldi hat auch einen guten linken. Einen strammen linken Schuss. Achtung, Wiltshire. So. Jo, okay. Jo. Jupp. Oh, yeses. Ah, da schmeißt er sich aber rein. Oh, Wilcott. Der kann mir nicht entkommen. Oh, Santi will da einen Hackentrick machen, macht es aber auch. Und der kommt sogar... Vorleck! Das ist aber... Rot, oder was? Ey, den hat er von hinten weggefetzt, mein Spieler. Die Beine habe ich doch noch fliegen gesehen. Da ist doch ein Schuh weggeflogen, oder was? Alter, die spinnen ja. So, nur ich darf hier so blutig sein. So, wir bringen mal hier. Ich bin auch echt ein Horst, oder? So. Felipe Santana. Nee. Ja, wir haben nicht so eine starke Auswechselbank. Vielleicht muss ich da nochmal gucken. Die Auswechselbank ist bescheiden. Ganz gut, ganz gut. Sehr schön. Ach, fuck. Offensives Foul auch, ne? Poldi lässt durch. Danke. Da wird jetzt erstmal ausgewechselt. Wir haben keine gute Ersatzbank. Wir haben eigentlich neue Spieler uns ja geholt, die ja so Potenzial und so einen Quatsch haben. Ich meine, die waren stärker als 64, oder? Nicht? Aber die hatten jetzt hier auch kein Bild. Ich glaube, das waren die. Uiuiuiui. Ganz cool. Jetzt bloß nichts anbrennen lassen. Sonst drehe ich hier... Ich hasse euch! Nein! 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 Dieser Podolski! Ah! Da kannst nichts machen. Boah, ey. Verdammt. Verdammt. Na gut, unentschieden. Viel ist jetzt hier auch nicht mehr zu holen. Ey. Ja, mhm. Santi blockt meinen Befreiungsschlag da. Da muss ich einfach reingrätschen. Ach, ficken, ey. Verlieren wir das Spiel in den letzten 2 Minuten wegen der 30 Minuten Überlänge. Ah. Tja. Was willst du machen, ne? Ist ein saustarker Gegner. Und zum Schluss hier noch die 2 Dinger reingekriegt. Eieiei. Ach, kacke, ey. Na, bin ich mal gespannt, wie die Saison wird hier. Boah, och Mann, ey. Dann noch so ein schönes Tor eigentlich, aber... Na, haben wir da. War eigentlich sehr gut, wie wir sehen. Eine 8,9. Der Rest...
unterirdisch. So, tja. Ist die Frage, was können wir noch machen? Einmal hier geschaut. Ja, die Spiele an sich sind ja eigentlich schon ganz gut, Regatta. Eine 73. Ja. Wir haben hier einen Torwart. Warte mal, wie sieht's eigentlich aus? Habe ich hier eigentlich... Ich habe doch hier alles bestimmt. Auf... Auf Transferliste, ja doch. Transfer. Gehen wir auf Gesamtstärke. Guck mal, wie viele Stimme haben wir denn? Ja, dann kann der eigentlich auch noch auf die Transferliste setzen. Da haben wir wenig. Die Saison gekauft, ja. Das ist einer von den... Von den Guten, ne? Den ohne Dings. Ohne Vertrag. Da sollten wir vielleicht immer mal reingucken. Capoe. Natürlich, auch gut. 19 und 61. Da doch lieber ihn hier. Acro Apo. Rodriguez. Braten. Okay. Ist die Frage, wo könnten wir uns noch theoretisch verstärken? Was können wir uns leisten? Kann man einen Spieler tauschen, den man gerade bekommen hat? Also zum Beispiel ihn hier? Könnte man den tauschen oder... ihn hier zum Beispiel? Der hat ja einen Marktwert von... Von irgendwas. Wir haben ein bisschen Geld... Transfer, Spieler kaufen. Ich weiß nicht genau, wo ich jetzt gerade nachgucken wollte. Dann mal kurz in der Wunschliste anzeigen. Da haben wir auch nicht so viel gerade. Wir haben ihn. Habe ich ein Angebot gemacht? Ich habe ein Angebot gemacht, ne? Okay. Oh. Was ist denn das? Wer bist du? Ach, der IV hier. Okay. Neue Verpflichtung. Okay, da haben wir schon mal einen IV. Inakzeptabel. Hier wurde auf 4 Millionen zu erhöhen. Ja, 4 Millionen haben wir nicht. RC Anderlecht. Nochmal ganz, ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Also wir haben... Wir haben halt alles nur sehr schwache, die wir dann einwechseln können. Und ganz viele von denen hier. Jago, Auswechselband, das ist die Quintin, die wir uns geholt hatten, genau. Ganz genau. Okay. Mir fällt jetzt auch nichts Besonderes ein. Wir haben auf jeden Fall jetzt noch ein Spiel gegen Liverpool. Das wird auf jeden Fall auch hart. Ich werde mir das erstmal noch weiter überlegen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Macht's gut, tschüss.